Ach, Demütigung. Ich beschwöre. Fick dich! Na, ich rate euch aus tiefstem Herzen, holt euch auch Nervennahrung für Folge Nummer 9 von Prominent getrennt. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer 9 von Prominent getrennt, irgendwo in Südafrika, glaube ich. Heute geht's schnell weiter, denn langsam kommt das Finale näher. Die Kandidaten müssen sich jetzt in K.O.-Spielen beweisen und das steht an. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Tim und Melina, Sarah und Nico. In einem direkten Duell müsst ihr um den Verbleib in der Villa der Verflossenen kämpfen. Ja. Auswurf! Melina, das kleine Hexlein, freut sich, dass die Nominierung unfair war und dass sie jetzt doch noch eine Chance hat, drin zu bleiben. Ja, und Nico, der hat Schiss, weil er nichts kann und wahrscheinlich rausfliegen wird. Aber fast alle hassen Melina und wollen Melina rauskicken. Hier gibt es so einige Gesichter, die schon abgefuckt sind, dass wir überhaupt noch hier sind. Ja, wir machen einfach unser Ding. Ich glaube, wir sind schon richtig motiviert auf das direkte Duell. Richtig fairer Sportsgeist bei den beiden. Sie wollen fair gewinnen. Und dann gibt's da noch Nico. Der bespricht sich gerade mit seiner eingefleischten Familie, wie er mit einer kranken Taktik gewinnen sollte. Ja, so muss das auch sein. Bist fit? Ja, sicher bin ich fit. Mach die fertig. Psychisch. Ich mach die psychisch richtig. Darum geht's halt. Das kann ich. Richtig krank, manche leeren Dachböden in diesem Format. Und zu selbstsicher sind sie fälschlicherweise leider auch. Wenn wir beide irgendwo ein Team wären, Alter, wäre richtig brutal. Da ist er auch so. Ja, brutal schlecht. Da haben sie schon recht. Ich meine, die beiden haben bis jetzt noch nie irgendwas erreicht. Geschweige denn ein Spiel gewonnen. Breche. Ja, ja. Ich mach sie kaputt. Boah, da spricht wer aus Erfahrung. Ab heute beginnen die Psychospielchen ja drin taktieren. Ist auch so. Zerstöre ihn. Mach richtig fertig und pass auf, dass die Eier nicht platzen im Spiel. Krasse Demütigung, bis eine Person heulend am Boden liegt. Ich bin gespannt, wer in 5 Minuten noch lacht. Schicken wir die zurück alle in die Bumsformate. Sagt der Typ, der aus einem Fremdgeh-Bumsformat kommt. Ich Gänsehaut jetzt, wow. Mit aufgerückt. Die sind eh nicht motiviert. Sie ist halt direkt in die Gesichter, was gerade da abgeht. Und beim Tim ist halt wirklich so, der hat echt ein bisschen die Hosen voll. Nee, ich glaube nicht, dass Tim die Hosen voll hat. Eher Nico hat die Hosen voll, weil er so viel labert und das Ganze überspielen möchte. Aber ja, eben selber nichts auf die Reihe bekommt. Aber Tim und Melina sind ziemlich, ziemlich stark. Deswegen, bei uns gibt's nur den Sieg. Ne? Und nachhin dann schauen wir weiter. Hündchen bei Fuß, Sitz. Die Befehle gibt der Typ später noch. Aber jetzt geht's erstmal um das Rauswurfspiel. Wer ist schneller? Warum gibst du den Tipps mit beiden Seiten, Alter? Okay, also schon vor dem Spiel ist eigentlich klar, dass Nico nicht weit kommen wird. Und jetzt geht's eben um die Geschwindigkeit. Schneller gelaufen sind Tim und Melina auch noch und beim dritten Punkt gewinnen sie eigentlich auch. Bin ich schwer? Nee, wie kannst du hin? Oh Gott. Ich konnte damit wirklich nicht schnell laufen, dieser Würfel war einfach so groß. Vom IQ besser aufgestellt, von der Schnelligkeit ebenso und dann auch noch von der Griffkraft, also eigentlich müssen Tim und Melina gewinnen. In allen drei Kategorien sind sie besser als Nico. Zunge, Pimmel, Arsch und Titten. So, Titten. Arsch. Arsch, Pimmel. Ich bin eher so der Po-Typ. Penis? Ihr passt. Arsch, Arsch. Naja, Tim und Melina sind also in drei Kategorien besser und dann kommt noch dazu, dass Nico sich nicht wirklich konzentrieren kann, weil da ja eine Zeichnung von dem Popo ist. Da kann er gar nicht mehr denken. Da ist das ganze Blut in die Hose gerutscht. Es passt. Es passt. Es passt. Bist du dir sicher? Let's go! Wie erwartet, Tim und Melina gewinnen und da gibt es jetzt zwei Seiten dieser Geschichte. Einmal, naja, alle hassen Melina, also eigentlich schlecht, dass Melina geblieben ist. Aber Nummer zwei, mega, mega geil, dass Nicorette und Maikette endlich mal getrennt wurden. Im Endeffekt, wir haben hier verloren, aber ne, aus den Niederlagen wird man noch stärker. Ja, jetzt ist Nico ganz ruhig. Jetzt hat er eine Niederlage erlebt, jetzt ist er nicht mehr laut. Ich freue mich sehr, sehr, in diese scheiß Villa zu gehen und die Gesichter zu sehen. Und sagen, freut mich gerne. Das ist so eine Genugtuung. Genugtuung, scheiß Gesichter. Naja, vor allem ein meistens sehr dunkles Gesicht ist immer noch schlecht. Also ich hab's offen und ehrlich gesagt, mir ist es lieber, wenn Nico gewinnt, als die beiden. Ja gut, dann gib noch mal einen Siegesbell ab. Ja brav, hier ist ein tödliches Leckerli. So, Kippchen. Und? Tim und ich bleiben hier.
Die Aussage lässt dem Gesichter wirklich blöd reinschauen. Tod geglaubt, der Leben länger. Hä? Warum? Er so in seinem Kopf. Hä, warum? Ich bestimme die Regeln, nicht ihr. Left, do it right. Ich habe die Gesichter gesehen. Mike hat aufgehört zu reden. Ich habe so viele Erwartungen nicht gesteckt. Ey, du bist so ein Assi, Alter. Ja, da kann ich Nico tatsächlich mal zustimmen. Denn Mike, der kommt ja nie wirklich voran. Der wäre mit seiner Raucherlunge wahrscheinlich auf halber Strecke für immer liegen geblieben. Aber Nico und Sarah haben das eigentlich auch ganz gut gemacht, nur sie waren halt etwas langsamer. Also Lukas spielt kein korrektes Spiel, Tim spielt kein korrektes Spiel, Melina nicht und Chiara auch nicht. Die beiden Ex-Paare halten definitiv zusammen. Hm, und welcher Typ, der in einer Parallelwelt lebt, hatte gerade noch eine Broschaft mit Nico und hat mit ihm zusammengehalten und hat gegen alle anderen geschossen? Hm, ich weiß ja nicht. Ja, so, ihr Hübschen. Passt auf euch auf, ne? Ciao. Geil. Ich zerstöre dich. Jetzt geh ich mal beim Wichsen. So, haut rein, die Hübschen. Oh. So. Na klar, lange war er auf Entzug, jetzt muss er sich erstmal einen Cocktail mixen. Aber gut, ciao, ciao, Nicorette und Sarah. Aber jetzt, wart kurz, wo ist Tommy eigentlich? In all the good times I found myself alone. Ja, der hat lieber etwas anderes in der Toilette versenkt und gute Laune getankt. Denn, das ist wichtig, es geht zum nächsten Spiel. Komm schon, ja. Wir schaffen das heute. Kleiner Spoiler, lebenslange Loser bleiben Loser. Wenn so das Parfüm riecht. Vielleicht ist das der Grund für den Unfall, der sich deren Beziehung nennt. Vielleicht ist das, was er sich da drauf sprüht, was ganz, ganz Ungesundes, was durch die Nase ins Hirn reingeht. Lautstärke egal. Ja gut, genug Scheiße gelabert, dann wird sich natürlich noch ein gesundheitlich vorteilhafter Stick, der das Leben verkürzt, reingezogen und dann geht's zur nächsten Demütigung. Gleichgewicht. Ah, Bälle. Sag mal, ich glaube, wir müssen das ganz langsam machen. Sonst fallen die Bälle immer wieder runter. Also, es ist ein Gleichgewichtsspiel. Ich sehe die Aggression schon kommen, aber okay. Jede Person mit maximal einer Gehirnzelle würde verstehen, dass man wirklich langsam und gediegen auf diesem Brett rumgehen muss. Aber dann haben wir leider noch das hier. Geschwindigkeit. Wirklich Geschwindigkeit. Die Bälle dürfen nicht runterfallen. Geschwindigkeit. Heute Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Genau, bei Geschwindigkeit, dann ist die Schwerkraft doppelt so groß. Da war ein Typ anscheinend im Physikunterricht damals auch schon in der Raucherecke. Eins, zwei, drei. Okay, komm mehr zu mir. Okay, warte mal, wir müssen erst mal gucken, wie wir das am besten machen. Melina, Tim, Chiara, Lukas und Sandra, Tommy machen das echt, echt gut. Sie sind ruhig, sie reden miteinander, sie bleiben entspannt, das ist vor allem das Wichtige. Aber sie rasten nicht krank aus und beschuldigen ihren Ex. Runter! Ruhe bewahren. Los, komm, komm! Und ich meine, ich kenne mich mit Bällen aus. Bleib! Leckt mich doch am Arsch. Warte! Er macht Fehler, er bleibt ruhig. Leckt mich doch am Arsch. Ja, es ist aber noch alles okay. Aber wenn sie mal einen Fehler macht. Komm, unser Spiel! Auf! Los! Mein Leben. Konzentrier dich. Was ist in diesen Minuten passiert? Es wird leider nicht mehr gezeigt, aber hört euch mal ihr schweres Atmen, ihr Hecheln an. Komm, unser Spiel! Sie klingt so, als würde sie durch den Wald rennen und als hätte sie Todesangst, weil sie irgendwer verfolgt. Das ist doch nicht gesund, wenn sie so hyperventiliert in einem Spiel. Ganz langsam und ich schwöre es dir. Jetzt hol den Ball! Jetzt ist es auch mal bitte genauso, jetzt! Auf! Es ist wirklich zum Kotzen, vor allem weil die anderen drei Pärchen wirklich schön ruhig und entspannt sind. Und vor allem geht's ja auch um nichts mehr. Der Jackpot beträgt 1000 Euro, aber trotzdem ist er ist einfach so. Er kann da nichts ändern. Er ist einfach. Motherfucker! Wenn man dem Zusammenschnitt glaubt, dann haben die drei Paare, die ich gerade vorhin auch erwähnt habe, gewonnen, denn sie werden als erstes mit dem fertigen Bällen gezeigt, was ich auch ziemlich gut glauben kann, weil sie eben so schön ruhig entspannt gespielt haben. Ja, wie leicht will man ins Finale kommen. Wir kicken diese Arschlöcher raus jetzt, komm! Fick mein Leben! Los! Irgendwann nach dem ganzen Geschrei haben sie es auch geschafft und darauf ist er stolz, auf sein Team, das er ja angeführt hat. Ich glaube, die anderen fürchten uns heute. Wir kamen zurück mit so einer Power hier drin. Jetzt seid nicht so neugierig. Ja, 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 ja.
Das ist keine Furcht, das ist eher Trauer gegenüber einem Typen, der ein bisschen älter ist, aber sich verhält wie ein 13-jähriger Pubertierender, der nie irgendeine menschliche Erziehung genossen hat. Schönes Outfit. Danke. Kein einziger Ball. Krasse Scheiße. Ja, Mann. Hätte ich nicht gedacht. Chiara und Lukas sind heute Eskalation Nummer 2 in dieser Folge, obwohl sie jetzt wirklich super gut miteinander harmonieren. Sie haben das Spiel wunderbar gelöst und sie reden ganz normal miteinander. Okay, nach dem kleinen x-millionsten Nervenzusammenbruch von Melina gibt es jetzt erstmal ein spannendes Spiel, was dann auch später zum absoluten Eklat zwischen Chiara und Lukas führen wird. Flash and Rain! With Na komm, wir starten! Mike! Pflicht! Ey, aber wenn wir uns kurz nochmal dran erinnern, wie er vor 10 Minuten beim Spiel war. Ihm ist aber auch anscheinend ein bisschen bewusst, dass er ihr ohne dieses Spiel absolut niemals mehr so nahe gekommen wäre. Gruppenzwang ist spitze. Ja, ich fand den Moment gut und ich glaube, viele waren neidisch in dem Moment. Neidisch oder traurig, sie tut mir auf jeden Fall leid, wie auch immer. Ich bin komplett nackt jetzt, ich würde so feiern. Das würdest du feiern, ne? Ich würde feiern, ja, dann sehe ich zumindest nackt. Mal wieder was. Was hast du gesagt? Chiara? Da kommt der Stein ins Rollen. Das ist der Triggerpunkt für Lukas, denn Chiara hat behauptet, sie möchte Tommy nackt sehen, weil er mit dem nackten Po in den Pool gesprungen ist. Was eigentlich absolut kein Grund für mehr ist, aber die zwei sind halt. Geil. Es entsteht ein Streit daraus, wo eigentlich keine Argumente im Raum stehen. Ich habe gesagt, ja, dann sehe ich mal wieder was. Das war ja auch nur Spaß, das verstehen glaube ich auch beide, aber trotzdem, hä? Chiara, hier geht es doch nicht um Eifersucht oder sowas. Warum steigt mir gerade deswegen, warum kannst du dich ablegen? Du datest doch schon eine neue. Stopp. Der eine sagt etwas, was den anderen nervt, dann kommt die andere Person mit Vorwürfen, dann kommt die Person wieder mit anderen Vorwürfen und dann ist die Eskalation perfekt. Der andere flachgelegt, nachdem er eine flachgelegt hat, in der Beziehung. Ich bin raus. Fick dich! Und das war, glaube ich, nur der Anfang von einem anscheinend mehrstündigen Drama den ganzen Abend hinweg. Als ob ich einen Film anschaue, bevor ich schlafen gehe. Mit Popcorn. Ja, der neue Psychofilm aus der Psychoanstalt PPPPP, prominent getrennt. Diese Frau, ich gestört bin. Diese Frau hat wirklich einen Schaden, Digga. Für einen Ruhe. Und dann irgendwann sind sie beide auf demselben tiefen Niveau. Dann nehmen sie sich nichts mehr und beleidigen sich einfach nur noch. Tja. Nein. Hier geht's nicht um Nein. dich. Nein. Sie will nicht zuhören, das ist ein Klassiker. Aber was macht sie da eigentlich? Kleidung sortieren? Das eine kommt in den Schrank, das andere auf den Boden. Oh! Oh, Entschuldigung. Ich hab dich viel zu fest geworfen. Tommy, ich hab dich viel zu fest geworfen. Und dann bei Chiara und Lukas muss man einfach nur noch traurig sein. Hoffe ich, dass du daran arbeitest. Ich hoffe, dass du daran arbeiten kannst, deinen Schwanz nicht in andere Muschis zu stecken, obwohl du in einer Beziehung bist. Daran hoffe ich, dass du arbeitest. Scheint mir jetzt auch nicht ganz so gesund zu sein, wenn sie beim Spiel super gut harmonieren, so die glücklichsten Personen sind, aber jetzt dann einfach so krank aufeinander losgehen. Naja, und die Stimmung am nächsten Morgen ist weiterhin genauso weit unten wie das Niveau. Sag es so schnell. So ein leeres Gefühl heute irgendwie. Ich bin so richtig enttäuscht einfach. Aber viel wichtiger ist heute erstmal, wer gestern beim Spiel gewonnen hat, wer rausfliegt und wer bleiben darf. Wie ich hier manipuliere, wie ich hier eliminiere. Ich will jetzt die Entscheidung. Ich auch, aber RTL gibt sie uns natürlich erst nächste Woche. What the fuck? Wer gewinnt prominent getrennt? Vielleicht will uns RTL damit in die Irre führen, aber der Schrei kam ganz sicher von Lukas, oder? Und ich kann mir auch vorstellen, dass Lukas und Chiara gewinnen werden am Ende. Naja, auf jeden Fall sehen wir das nächste Woche in Folge Nummer 10. Nächste Woche gibt es dann auch das Temptation-Finale. Morgen gibt es erstmal schon das eine Halbfinale sozusagen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, genauso wie Ex on the Beach, die werde ich euch hier oben und unten verlinken, dann könnt ihr sie gerne meinen Kanal hier oben kostenlos abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Liebe und ciao, ciao. Okay, und ich zeige euch hier kurz die Aussicht zum See. Tschüss.